Auflandrunde, jeha! Und schauen Sie gut hin! Denn schon in der Hütte bin ich da. Ich stelle mir das auf den Weg in Nordvorpommern. Hier laufen wir. So, jetzt mach mal hin hier, los. Was sagt meine Damen? Hallo, können Sie auch mit allen Vieren, aber nicht gleichzeitig. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal an, wie stark Elefanten sind. Heute wird sie eine schwere Last von A nach B bringen. So, wir wollen mal zeigen, dass Elefanten auch sportlich sind. Wir wissen ja alle, Elefanten können sehr schnell rennen. Bis zu 45 Stundenkilometer schafft es ein afrikanischer Elefant in einer kurzen Distanz natürlich. Ja, sie können super schwimmen und sie können auch klettern. Denn in den Bergen, da sind sie ganz oft anzutreffen. Bis zu 1000 Meter hat man Elefanten gesehen. Und man fragt sich immer, wie kommen die da hoch? Wenn Sie jetzt mal zuschauen, sehen wir, wie ich jetzt 3800 Meter. Und wie die auf so einen kleinen Hocker steigt, dann kann man eigentlich sagen, ist verhältnismäßig einfach. Ja, und so klettern sie auch in den Bergen bis zu 1,60 Meter. Ja, und bis zu 1,60 Meter überwinden sie dabei. Wir haben auch gute Körperbeherrschung und darum machen wir Lockerungsübungen. Ja, dass auf zwei Beinen stehen, da muss ein Elefant schon ein wenig balancieren. Und wer es nicht glaubt, der geht nach Hause, steigt auf einen Hocker, hängt dabei ein Bein. So, wir wollen mal zeigen, dass Elefanten auch sehr gut sitzen können. Das Sitzen, naja, das machen sie in der Natur nicht auf dem Hocker, aber manchmal setzen sie sich einfach auf den Boden beim Suhlen, im Schlamm zum Beispiel, oder beim Spielen. Da machen Elefanten solche komischen Faxen. Und wir nutzen das aus und lernen denen dann das Hin- und Hochsitzen. Hochsitzen, da muss der Elefant ein bisschen üben, denn es dauert ungefähr 2-3 Wochen, bis er die Kraft hat, den Körper hochzuhalten. Also so ein bisschen Bodybuilding. Aber wenn sie es dann einmal können, dann ist es wie Radfahren. Radfahren kann man, man sollte sich aber ab und zu mal aufs Rad begeben. Wissenschaftler haben dabei herausgefunden, dass Elefantenkühe, die solche Übungen machen, dass sie leichter gebären. Also wahrscheinlich sind es die dazu gewonnenen Muskeln durch solche Übungen, dass sie es ein bisschen leichter haben, wenn sie es nicht bekommen. Also meine Damen, immer schön sitzen. So, wir wollen jetzt mal loslegen. Kümmern wir mal nach vorn. Es gibt ja auch
Elefanten, die unsportlich sind. Bitte. Timba ist eine sportliche Niete. Ja, gibt's auch bei uns Menschen. Wir sind ja nicht unbedingt alle Sportler. Ja, und sie hat aber andere Talente. Bei ihr ist es zum Beispiel, dass sie hochintelligent ist. Sie ist wahrscheinlich die intelligenteste Elefantenkuh hier auf dem Elefantenhof. Ja, und sie ist ja auch unsere Leitkuh. Vielleicht deswegen. Und darum habe ich einfach mal versucht, ihr was mit der Intelligenz zu uns zu holen. Und da habe ich mir mal einfallen lassen, Hula Hoop. Ja. Krass. Hula Hula. Jetzt gerade nur im Rüssel 40.000 Muskeln aktiv sind. 40.000. Und er steht nur noch quer. Dann muss dieser blöde Reifen gehalten werden. Und wenn ein Elefant dann auf zwei Beine stehen würde, dann wäre das eine Doppelbalance. Wird alles koordiniert von ihrem Kleinhirn. Das war heute äußerst an dem Punkt angekommen, wo viele Kinder mich wieder... Also, ich brauche mal so 3, 4, höchstens 5 Kinder, die auf eine... Das ist schon zu viel. Mann, oh Mann. Also, ich muss euch mal was erklären. Ich muss euch mal was erklären. Die Timba hat immer nur eine bestimmte Anzahl. Und darum kann ich nicht immer so viel alle Kinder glücklich machen. Aber ihr, die jetzt hier drinnen seid, ihr bleibt jetzt hier, weil ich möchte euch natürlich heute nicht enttäuschen. Kommt schnell rein, Zwiebel. Ja. Komm. So, jetzt habe ich aber nichts mehr gesehen. Jetzt reicht. So, einen Moment mal bitte. Alle hinstellen. Hallo, auch hier. Einmal hinstellen. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal das Seilspringen. Und Seilspringen würde ich sagen, die Jungs, wie viele Jungs haben wir? 2. Ach, 3, da ist auch noch einer. 3 Jungs, der Rest ist Mädchen. Jungs, ihr stellt euch mal kurz hier hin. Wir gucken uns mal die Mädels an. So, Seilspringen, hopp in die. Deswegen sagt er 5. Einmal mal aufpassen, es geht los. 1, 2, 3, hopp! Ich kann dir kein Seil springen. Nee, kannst du eben nicht.
Stellt euch mal dahin. Stellt euch mal dahin. Ihr zeigt mal, wie ihr seid. Papier. Zeigen. So, dann zeigt mal die Bier. Bleibt mal stehen. Achtung, fertig, hopp. 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 Genau so geht es. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Also, ihr dürft natürlich alle, jetzt kriegt ihr eine Belohnung, ihr dürft alle euch den Mist verteilen, den ich in der Schubkarre habe. Für die Leistung. Die war halt es nicht drin. Mist. Oder ich lasse euch im Rüssel rein. Im Rüssel rein. Das ist aber eine Reihe. Oh, da muss ich mal gucken. Fängst du an? Los. Nein, nein, nein. Die ist zwar aber mutig, die Kleine. Und dann der Elefant so. Oh. Also, so, ich kenn. Ja, wie die hier. Aha. So, meine Enkeltochter will schwimmen. Die lernt gerade schwimmen. So, Achtung! Und los geht's! Immer los! Ha ha ha.